der Stern von, hier ist gerade keiner, so ein Pech, aber ja, überall liegen sie herum, die Großen dieser Welt, die großen Filmgrößen. Und Deutschland hat ja Filmgrößen, man hat sie leider vergessen, Murnau. Wer denkt nicht an den großen Nosferatu, einen Film, der war in den 20er Jahren, schwarz-weiß, Metropolis, Fritz Lang, mein Gott, das waren große Namen, die die Jugend von heute kaum noch auf dem Radarschirm hat. Aber gut, dann gibt es auch Figuren wie Bully Herbig oder wie eben Tommy, die am Ende der Allee auch ihre Sterne bekommen, frisch aufpoliert, die Kaugummis wurden entfernt. Man hat hier leider keine Musik für heute auftreiben können. Die Berliner Philharmoniker haben sich diesem schönen Unternehmen versagt. Man hatte versucht, oh, jetzt muss ich leider in eine Kamera blicken, meine Damen und Herren, das ist hier neu von der Funkausstellung. Mit Rundumblitz, oder? Dankeschön, ein Fotograf mit lila Krawatte hat sich fein gemacht für dieses Event. Er weiß, heute wird hier Berliner Filmgeschichte geschrieben. Wie finden Sie es denn? Wie sind Sie ein bisschen auch aufgeregt, dass Sie heute dabei sind? Sie stehen hier neben den großen Stars wie Bully, wie Herr Breloer. Wissen Sie, wer Herr Breloer ist? Herr Breloer. Nein. Herr Breloer hat gerade einen Stern bekommen. Können Sie sich vorstellen, wofür? Für seine Arbeit in der Filmbranche. Für seine Arbeit in der Filmbranche. Die großen Diamants, Veronika Ferres. Zum Beispiel Frau Mann, Herr Gottschalk, das sind die Figuren, die heute hier unterwegs sind. Damit verabschieden wir uns live vom Boulevard der Stars. Das war Radio Berlin 88,6. Die größten Blitzer, die besten Hits. 88,8. Nein, 88,8. Knapp daneben. Okay, danke schön. Und damit gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Nee, das ist wieder was für Sorgen. Das Einzige, was ich wirklich kann, aber es will ja keiner. Wo ist mein Stock?